Zum nächsten Thema. Über 77.000 Vorarlberger haben einen Migrationshintergrund. Sie kennen das Gefühl von Fremdheit in der Heimat. Sie wissen, was es heißt, mit verschiedenen Kulturen zu leben. Da Heimatlos heißt ein Theaterstück, für das der Theaterverein Kokon österreichische Migranten eingeladen hat, ihre Erfahrungen mit ihrer Heimat Österreich einzubringen. Gestern wurde es in Kooperation mit dem Wälder Provinztheater in der Parkhalle in Eck uraufgeführt. Hier wird Deutsch gesprochen, ich verstehe dich nicht. Ich kann mit dir sehr gut auf Kurdisch sprechen, du verstehst mich schon. Wenn die Selbstverleugnung gesellschaftlich und politisch eingefordert wird, dann ist keine Versöhnung möglich. Das ist eine der zentralen Aussagen dieser Produktion. Wir machen die Mauer zusammen, alle miteinander, die unsere Leben sehr, sehr vernichten und sehr, sehr, sehr schwierig machen. Endgültig abgewiesen. Ich habe sehr liebe Menschen dieses Land kennengelernt, ich habe sehr viele österreichische Freunde. Aber Abgrenzung und Rassismus und Benachteiligung, weil man eine andere Herkunft und eine andere Hautfarbe hat, das ist mich auch nicht erspart geblieben. Verschwinde! Verschwinde! Das ist die Tür! Das ist die Tür! Verschwinde! 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 Ich will auf den Krieg nicht mehr! Wir sind einfach gleich und ich möchte so vom Milchmädchen rechnen, jetzt Semmelpfasser, also die Frage von Ausländerbegrenzung oder so, ich finde das eigentlich völlig lächerlich. Was ist vorher? Ist ein Schiff? Ist ein Schiff? Hallo? Wir sind noch am Leben? Wir sind noch am Leben? Nein! Hallo? Wir sind noch am Leben? Nein! Ich komme nicht mehr zurück! Ich denke schon, dass Theater eine Form ist zum Wachrütteln, aber wie es heute wieder gesagt hat, sind eigentlich die Leute da, die sowieso das Richtige wählen. Ich rieche nach Kardamom und Kaffee. Mein Zuhause ist, wo ich meine Schuhe ausziehen kann. Aber im Schuh.